Stellen Sie sich bitte beide einmal kurz vor. Mein Name ist Nils Hase, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache meine Ausbildung bei der Firma Karl-Heinz Brinkmann, kurz KEB, als Elektroniker für Geräte und Systeme und ich bin im dritten Ausbildungsjahr. Mein Name ist Philipp Sölter, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Bahntrop, mache auch eine Ausbildung bei KEB, bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr und ich lerne Industriemechaniker mit der Fachrichtung Produktionstechnik. Herr Hase, wie sind Sie auf KEB bzw. auf das Ausbildungsangebot von KEB aufmerksam geworden? Durch das Besuchen von Messen, auch MyJobOWL stand auf meiner Liste, bin ich auf die Firma KEB gekommen. Als erstes habe ich mir einen kurzen Überblick verschafft, welche Firmen meinen Wunschberuf ausbilden und habe diese Firmen dann abgeklappert. Bei KEB habe ich mich dann mit Auszubildenden unterhalten und mein Interesse war geweckt. Da hatte ich mich auf eine Praktikumsstelle bei der Firma KEB beworben und konnte somit einen Einblick in den Beruf Elektroniker für Geräte und Systeme gewinnen. Nachdem ich da ein Praktikum absolviert hatte, habe ich mich auf die Stelle beworben und habe mit Glück und schnell eine Zusage bei der Firma bekommen. Nun, nachdem Sie ein paar Ausbildungsjahre hinter sich haben, Herr Sölter, wie würden Sie KEB als Arbeitgeber beurteilen? KEB würde ich als Arbeitgeber sehr gut beurteilen, weil KEB sich halt für die Arbeitnehmer halt sehr gut einsetzt, ist quasi arbeitnehmerfreundlich. Ja, in der Ausbildung, wenn wir jetzt mal so auf die Ausbildung gehen, die Ausbildung, da geht es halt zum Beispiel, wenn jetzt eine Prüfung oder so ansteht, dann bekommt man genug Zeit zum Lernen oder man bekommt halt solche Hilfsmittel wie alte Prüfungen, die man dann durcharbeiten kann und halt lernen kann, damit man sich halt bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten kann. Herr Hase, Herr Sölter, vielen Dank für dieses Statement. Bitte schön.